Oh, Schatz. Erst mal mit einem Handschalter auf der Rennstrecke. Mir ist ein bisschen schlecht. Was? Wow, das macht ja richtig Fun, ey. Ich bin Sag mal, dich kenne ich doch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute vom Bilsterberg. Wir haben es noch früh am Morgen, die Sonne geht gerade auf, aber heute erwartet mich so einiges, denn ich bin eingeladen von Ford, den Ford Mustang GT und den Ford Focus RS auf dem Bilsterberg einmal Probe zu fahren. Ich bin gespannt, für mich das dritte Mal auf der Rennstrecke. Was auch noch interessant sein könnte, ist, dass wir in dem Ford Focus RS erstmalig den Allradantrieb haben und den auch heute so richtig mal austesten werden. Ich bin gespannt, freue mich riesig und ich würde sagen, ab geht's mit dem Tag. Viel Spaß beim Zusehen. Jetzt einen kostenlosen Alkoholtest, richtig? Richtig. Übrigens der erste in meinem Leben. Ich müsste minus 0,000 haben. Wenn der bei 0 ist, bitte einmal fest reinpusten, okay? Okay. Und stopp, reicht schon. Kann man das erkennen? Das kommt noch nicht, der rechnet noch. Jetzt 0,0. Alles klar, dann können wir loslegen, ha? Für mich geht die erste Runde jetzt im Mustang los. Und zu diesem Auto jetzt erstmal einige Details. Der Ford Mustang GT. 5 Liter V8 mit 418 PS. Optional auch als 2,3 Liter mit 4 Zylinder mit 314 PS. Was den Vorteil hat, dass er weniger verbraucht. Doch das ist uns heute egal. Wir wollen den originalen V8 Sound. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h sprintet das Muscle Car durch die Prärie. Oder eben über den Track. Also wir fahren jetzt den Pylonenparcours hier auf nasser Fläche und dabei wird noch die Zeit gestoppt. Ganz schön tricky ist, dass die Pylonen wirklich eng aneinander stehen. Also man muss aufpassen, dass keine Pylonen umgefahren werden, sonst gibt es Zeitstrafen. Start. Man will auf Zeit fahren, aber man darf auch keine Pylonen umschmeißen. Man kommt sofort ins Driften und ey, es macht mega Spaß. Ich würde am liebsten jetzt auf dieser ganzen Fläche nur rumdriften, aber ich darf keine Pylonen umschmeißen. Der arme Mann auf seinem Roller, der muss jetzt wegen mir die ganzen Pylonen wieder aufstellen und ich kriege natürlich mega Zeitabzug. Aber der Spaß ist einfach, man merkt, ich zitter. Für mich übrigens das erste Mal auf einer nassen Strecke und ich genieße es gerade. Jetzt aber Bestzeit hier, ne? Wie viele habe ich umgeschmissen? Wer
süchtig nach Adrenalin ist, der muss das auf jeden Fall probieren. Mein Herz rast gerade vor Freude. Das macht wirklich unglaublich Spaß. Es ist echt schwierig. Man muss wirklich hier eine Challenge absolvieren. Man darf die Pylonen nicht umschmeißen und man muss eine Bestzeit hinlegen. Also, Runde 1 total ne? Erstmal komplett einmal um 360 Grad gedreht, sämtliche Pylonen umgeschmissen. Dann habe ich noch am Anfang gar nicht gewusst, wo ich langfahre, habe einfach mal ein paar Pylonen ausgelassen. Also die erste Runde, ne, da kneifen wir noch ein Auge zu. Zweite Runde war ganz okay, kam ich auch ins Driften. Ab der dritten Runde jetzt, so langsam fange ich an, Gefühl für die Strecke zu entwickeln. Also es gibt ein paar Stellen, die sehen sehr nass aus, die sind aber gut befahrbar. Am schlimmsten ist, wenn man tatsächlich von dieser Neigung runterfährt, direkt neben den Wassersprühern, da ist natürlich totales Aquaplaning und da kann man eigentlich nicht mehr viel machen, außer langsam da durchrollen. Denn sobald man Gas gibt oder ein bisschen anfängt zu lenken, kommt das Auto ins Schleudern und es lässt sich wirklich nicht vermeiden. So, schnell geswitcht von Blau auf Rot, jetzt geht's auf den Bitzerberg, auf die Rennstrecke. Mausefalle. Das ist so die heavyste Kurve hier am Wilzerberg, wie man unschwer erkennen kann. Also es geht ziemlich steil abwärts und vorher ist die Kurve auch noch ziemlich scharf. Links an die weiße Linie schauen. In der Seite sein, das ist schön. Es geht weiter mit dem Ford Focus RS. Ich freue mich, denn diesmal fahren wir einen Handschalter. Let's try it. Der Ford Focus RS. 2,3 Liter Vierzylindermotor mit 350 PS. Von 0 auf 100 in 4,7 Sekunden. Top Speed ist 266 km/h. Hier steht ein Wolf im Schafspelz. Den Ford Focus RS gibt es nur als Handschalter. Neu sind eine Launch Control und der Allradantrieb. Und der macht richtig Laune. Ein Auto gemacht für die Rennstrecke. Erst mal mit einem Handschalter auf der Rennstrecke. So viel Spaß machen kann. Es ist sehr viel anspruchsvoller als PDK bzw. Automatik, aber es macht unglaublich Spaß. Und der RS macht mir um Längen noch mehr Spaß als der Mustang. Das Auto hat wirklich einen Fun-Faktor hoch 10. Thank you.
Nee, mir ist ein bisschen schlecht, Schatz. Was? Ja. So, dann wollen wir mal. Ich bin Joel. Sag mal, dich kenne ich doch. Ja, und wie heißt du? Ich bin Sophia. Ah, Sophia ist ein schöner Name. Joel ist auch schön. Ist ungewöhnlich in Deutschland. Aber sag mal, dich sieht man ja überall. Jetzt sitzt du bei mir im Auto. Ja, wir sind heute hier bei den Ford Performance Tagen. Und ich habe das Glück, dass ich halt für Ford ja, aktiv sein darf. Du bist hier jetzt auch für Ford eingeladen, beziehungsweise genau. Du bist öfter bei Ford. Richtig. Ja. Und was machst du da? Genau, also Ford macht diese Performance Tags. Und die sind halt hier im Bielstein oder auch im Nürburgring und auch auf andere Rennstrecken. Und ich bin ja halt nur so einen ganz kleinen Teil von. Also ich bin da für zuständig, dass die Leute bespaßt werden, wenn die halt Freizeit haben. Und zwar, ich mache dann halt einen sinnlosen kleinen Vortrag über das Thema Marathon, ne? Also Lauferei und so. Und der Vergleich einfach, so jemand, der, sag mal, ja, für irgendwas brennt, wie, sag mal, Hammerauto, und auch seinem Weg nachgeht, verstärkt. Du warst ja bei den Stocker-Challenges oder ja, wie man das nannte. Da hast du ja tatsächlich die Autos auch rausgekauft. Ja, so ist es, ja. Ich habe beim Stocker-Challenge von Stefan Raab 11-mal hat das stattgefunden und ich war jedes Mal dabei und bin jedes Mal in der großen Klasse gefahren, also in der 3000er Klasse und bin immer dann halt Ford Granadas gefahren. Und ich glaube 9 oder 10 Autos habe ich. Also manche waren so hin, ne, dass ja, die natürlich, man hat es ja auch teilweise gesehen. Dass man nicht mehr erkannt hat. Und die habe ich dann halt sein lassen, weil wenn ein Auto selber auf eigenen Reifen nicht rollen kann und nur noch so mit dem Kran irgendwie so wie ein Stück Schrott transportiert werden kann, dann hat das keinen Sinn mehr gehabt. Aber die Autos, die halbwegs gut waren, auch so manche auch sind natürlich auch wahnsinnig stark verbeult, aber so wie ein Kunstwerk. Mhm. Also so, dass man sagt, boah, Spuren, dies und das, man erkennt auch trotzdem das Logo noch und Nummer und alles. Und die fahren noch, also fast alle. Also du fährst auch tatsächlich noch damit? Ja, ich habe eine Wiese und fahre auf der Wiese. Ich habe früher auf der Wiese trainiert. Sophia, ne? Und mach weiter, was ihr wir macht. Wir geben jetzt noch ein bisschen Gas hier. Ja, genau. Und genieß noch ein bisschen den Tag. Freue mich auch. Danke. Und ich hoffe, dich bald mal wieder im Fernsehen zu sehen bei deiner nächsten verrückten Aktion. Und ich verfolge Aktion. Dich hier bei unserem Kanal, ne? YouTube-Kanal. Dankeschön. Perfekt. Das war's vom Ford Performance Day am Bilsterberg. Vielen, vielen, vielen Dank an Ford Deutschland für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, mal einmal den Mustang und den Ford Focus RS über den Bilsterberg zu fahren und mal so richtig auszutesten. Wenn ich einen Gewinner des heutigen Tages aussuchen müsste für den Bilsterberg, wäre es definitiv der Ford Focus RS mit Handschaltung. Den gibt es auch nur als Handschalter. Der hat unglaublich viel Spaß gemacht, hat mich sehr positiv überrascht. Also Ford Focus RS. Muss jeder mal machen auf dem Bilsterberg, macht super viel Spaß. Ich würde sagen, am besten mal beide testen auf dem nächsten Ford Performance Day. Unter meinem Video findet ihr den Link zur Anmeldung vom nächsten Ford Performance Day. Wenn ihr sowas mal mitmachen möchtet, kann ich euch nur ans Herz legen, macht mega Spaß. Danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert meinen Channel und bis zum nächsten Mal. Ciao.